Leute, wie die Zeit vergeht, wir sind bei Prototyp 9 von 9 angelangt. Ich habe das heute schon mal gesagt und ich wiederhole es gerne. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Wissen spielerisch zu vermitteln. Auch ernste Themen. Und um so eines geht es hier jetzt. Deswegen heißt es hier auch nicht Spiel, sondern Not a Game. Willkommen auf der Bühne Lisa, Noella, Liv, Chiara, Jonas und Jana. Genau, also das Projekt, an dem wir die letzten 24 Stunden gearbeitet haben, heißt Not a Game. Und was es im Grunde machen soll, ist, dass es ein bisschen versuchen soll, irgendwie darzustellen, wie komplex und schwierig die Entscheidungen sind, die Flüchtende auf ihrer Flucht treffen müssen. Geht das Mikrofon jetzt in die Off-Cam-Seite ran? Ja, also zu dem Thema, wieso haben wir das gemacht? Was war unsere Motivation zu diesem Projekt? Ja, wir haben alle ziemlich schnell gemerkt, dass wir das Thema sehr, sehr wichtig finden und wollten eben auch auf die Hürden aufmerksam machen, die flüchtende Personen während ihrer Flucht eben haben und auf die Entscheidungen, zu denen sie gezwungen werden, sie zu treffen, die dann letztendlich eben auch über ihr Leben entscheiden, auch im Hinblick auf die aktuelle Situation auf Lesbos und generell in Griechenland. Ja, das Projekt zu starten war erstmal eine Riesenherausforderung. Wir sind, glaube ich, am Anfang mindestens 2 Stunden oder sowas drangehockt und haben versucht, ein Konzept zu starten, weil das einfach das Problem war, es ist ein sehr sensibles Thema. Bei politischen und gesellschaftlichen Themen muss man halt wirklich sehr aufpassen. Und wir wollten da nicht irgendwem zu nahe treten oder irgendwie dadurch beleidigen oder sowas. Und das Problem war dann auch noch, die ganzen Daten, die sind überall irgendwo verteilt auf verschiedensten Organisationen zu verschiedensten Themen. Und dann mussten wir das auch erstmal zusammensuchen und wieder filtern. Genau, da haben wir dann ganz klassisch auf Papier und, also mit Papier und Stiften, uns ganz viele Skizzen gemacht. Wir haben aber nicht nur Papier und Stift benutzt, sondern auch andere Technologien. Zum Beispiel React, das ist ein JavaScript-Framework, was macht, dass man die Seite nicht immer neu laden muss, wenn sich der Inhalt ändert. Zusammen mit HTML und CSS, das sind so Sprachen, mit denen man beschreiben kann, was man sieht. JSON, das ist ein Format, wie man Daten speichern kann. Und Git. Wie jetzt die bayerischen Teilnehmersteams sagen würden, ein bisschen Git geht immer. Und zwar ist das einfach ein Tool, mit dem man viel zusammenarbeiten kann. Und das habt ihr ja vorher auch schon gehört, dass die anderen Gruppen das auch benutzt haben. Okay, wir wollen euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, was wir programmiert haben. Und zwar beginnt unsere Geschichte damit, dass wir Malé sind und wir kommen aus einem Land namens Javos. Und in Javos herrscht seit längerem Krieg. Wir überlegen uns jetzt, beziehungsweise Malé hat für sich schon entschieden, dass diese Situation für sie untragbar ist und sie hat entschieden, dass sie flüchten möchte. Als allererstes müssen wir die Entscheidung treffen, kannst du einmal weiterklicken? Okay, als allererstes müssen wir die Entscheidung treffen, ob wir in ein Nachbarland fliehen wollen oder weiter weg. Je nachdem, was wir hier, also beziehungsweise egal, was wir hier auswählen, kriegen wir danach eine Statistik gezeigt. Kannst du einmal draufklicken? Okay, und zwar, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, laut UNHCR, also dem Flüchtlingswerk von der UN, sind 50% aller geflüchteten Personen momentan fliehen momentan innerhalb ihres Landes. Das heißt, wir hier in Europa kriegen sowieso nur einen Bruchteil von den 50%, mit die sich überhaupt entscheiden, ihr Land zu verlassen. Wir könnten das Spiel jetzt weiterspielen, später würde dann auch noch ein großes Meer in die zwischendrin kommen oder uns würden Leute anbieten, dass sie für uns Dokumente fälschen. Ja, alles gut. Also was wir Neues gelernt haben, wir haben vor allem gelernt, mit Git und der Kommandozeile umzugehen. Wir haben gelernt, HTML und CSS zu nutzen und verschiedene Grafiken zu erstellen. Was könnte man noch an dem Projekt weiterführend machen? Also man könnte generell noch mehr Daten oder Geschichten von Leuten sammeln. Und dann halt dementsprechend alles zu erweitern. Oder man könnte noch ein bisschen am Design oder am Logo arbeiten. Genau, und wir haben das auch auf GitHub
gehostet, beziehungsweise da kann man unser Repository sehen. Wir freuen uns natürlich wie immer gerne über Pull-Requests oder Issues, das sind für vielleicht die Eltern, kann man so sagen, dass man mitarbeiten möchte oder dass man irgendwie Sachen verbessern möchte. Aber genauso freuen wir uns auch darüber im echten Leben, also irgendwie Real-Life-Pull-Requests, weil wir sind irgendwie nur eine Gruppe von irgendwie 6 Jugendlichen und wir haben keine Fluchterfahrung und wir wollen nicht für diese Menschen sprechen und würden uns da über alle Hinweise freuen oder über Kritik und genau. Zum Abschluss ist noch zu sagen, dass das Spiel Not a Game heißt, weil wir können hier jetzt ganz lustig uns mal durchklicken. Wie ist es denn so, Geflüchteter zu sein? Macht ja ganz viel Spaß. Nur das Ding ist, für 2019 70,8 Millionen Menschen ist das Realität. Die befinden sich momentan auf der Flucht. Ein Teil davon ist auch staatenlos momentan. Und wir haben hier die Privilegien, das zu spielen, aber für viele ist es halt nicht. Und genau das wollen wir zeigen. Danke sehr.